Sechs Jahre voller Antrieb und Emotionen. Macht mit und holt euch einige Geschenke zum Anlass unseres 6. Geburtstags. Auf dem Papier klingt Sable wie ein zum Scheitern verurteiltes Projekt. Nur 2 Entwickler wagen sich an ein Open-World-Abenteuer, aber ohne jegliche Action. Darüber hinaus möchten sie sich mit einem der besten Spiele der letzten Zeit messen, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das Nintendo-Spiel nehmen wir dann als Vorlage auch omnipräsent während unserer ca. 20-stündigen Spielesession wahr. Ein Vergleich ist damit unvermeidbar, auch wenn der natürlich in Bezug auf die Größe der Produktion unfair wirkt. Wir klären im Test, an wen sich der experimentelle Zelda-Klon Sable richtet, was die Faszination ausmacht und wo im Sand jede Menge Stolpersteinchen stecken. Das Adventure stellt das junge Mädchen Sable in den Fokus, die eine für ihren Stamm übliche Selbstfindungsreise auf einem futuristischen Gleiter antreten muss. Klingt im ersten Moment nicht sonderlich ausgefallen und ist es auch nicht. Doch die an sich dünne Geschichte fügt sich gut in das Gesamtwerk Sable ein und drängt sich nie unnötig in den Vordergrund. Stattdessen geht es um das Erkunden und Erforschen der Spielwelt Midden. Dabei wichtig zu erwähnen: Es gibt keine Verheerung wie in Zelda, die wir aufhalten sollen. Es gibt auch keinen übermächtigen Gegenspieler, der die Welt unterjochen möchte. Es gibt nicht einmal Feinde. Insgesamt bietet Sable auf den ersten Blick damit recht wenig, doch mit jeder Spielstunde wächst die Faszination und wer sich durch das monotone, einstündige Tutorial beißt, der wird belohnt. Zumindest wenn er oder sie ein Herz für ungewöhnliche Spiele hat. Neben einigen Siedlungen, die der öden Spielwelt etwas Leben verleihen, gibt's unzählige alte Raumschiffe und Fragmente zum Entdecken. Diese Orte servieren mehr narratives Futter über den Untergang und die letzten Stunden einer ausgestorbenen Zivilisation. Beispielsweise finden wir mehrere Stationen einer intakten KI in der weiten Wüste, die einen interessanten Einblick in die Vergangenheit der mysteriösen Welt gibt. Es lässt sich nur erahnen, wie die Wüste vor Hunderten von Jahren aussah, doch die riesigen Skelette und die vom Sand versteckten Ruinen schüren unsere Fantasie. Eine Sprachausgabe gibt's übrigens nicht. Wer sich also in Sables charmante Heimat einarbeiten möchte, der muss lesen. Und selbst dann bleiben einige Fragen offen. Zwar sind Lokalisierungen in einigen Sprachen geplant, unter anderem in Deutsch, Spanisch und Französisch, die folgen aber erst in den nächsten Monaten. Laut Entwicklerteam möchte man sie bis Ende 2021 veröffentlichen. Wer keine Lust auf diese Präsentation der Hintergrundstory hat, der kann sich auch dem eigentlichen Herzstück Sables hingeben. Der atemberaubenden Spielwelt, die auf eine ganz besondere Art und Weise verzaubert. Die intime Spielerfahrung, die auf Entspannung, Ruhe und Melancholie setzt, knüpft tatsächlich in ihren besten Momenten an die Faszination des zerstörten Hyrule an. Wie schon erwähnt, steht Sables Selbstfindung im Zentrum. Doch was wäre schon Selbstfindung ohne jegliche spirituelle Komponente? Die existiert in Form unseres Gliders Simoon, dem eine Seele innewohnt und mit der wir über den Verlauf unseres Abenteuers eine Bindung aufbauen sollen. Fliegen wir auf unserem unzerstörbaren Hoverbike durch die Wüste, kommen sofort Erinnerungen an Star Wars in den Sinn. Auch das PlayStation-Meisterwerk Journey hat Parallelen zu Sable. Aber was macht man denn jetzt eigentlich, abgesehen vom Gleiten, wenn es keine Kämpfe gibt? Rätseln zum Beispiel. Neben den kleinen zerstörten Raumschiffen in Midden finden sich ebenso riesige Wracks, die große Puzzle im Stil der Zelda-Schreine aus Breath of the Wild bieten. Die Kopfnüsse fallen zwar keinesfalls so gelungen und komplex aus, die Dungeons haben aber durch ihre imposante Größe und den wunderschönen Look eine magische Note, die man nicht von der Hand weisen kann. Darüber hinaus gibt's in den Nomadensiedlungen und Außenposten jede Menge Quests zu erledigen. Mal sollen wir die Hinterlassenschaften von Riesenkäfern sammeln, indem wir ihnen nach der Fütterung auf den Rücken springen. An anderer Stelle möchte ein Vater, dass wir mit Hilfe einer sagenumwobenen und gefürchteten Maske ein Kind aus einem Gefängnis befreien. Ha 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 ha.
Den Missionshöhepunkt erreicht Sable, wenn es um eine komplexe Ermittlungsarbeit geht, bei der wir Beweise sammeln, um einen Täter zu finden. Zugegeben, das sind die ausgefalleneren Missionen. Die meiste Zeit beschränken sich die Nebenaufgaben auf simple Fetch-Quests, also Abholaufträge. Die Entwickler möchten uns nicht spielerisch herausfordern, sondern schlicht durch die Wüste jagen. Das kann ein großer Kritikpunkt sein, kommt aber auch drauf an, was man sich von Sable erhofft. Manchen wird das Spielprinzip sicherlich zusagen, da es so anders, erfrischend und mutig ist. Kämpfe spielen, wie bereits erwähnt, keine Rolle. Auch die wenigen Tiere, die es zu entdecken gibt, haben es nie auf uns abgesehen. Selbst wenn wir von der Spitze einer riesigen Ruine springen, erleiden wir keinen Schaden. Das wird zwar durch unsere magische Schwebekugel erklärt, ähnlich wie das Parasegel von Link, ist aber trotzdem gewöhnungsbedürftig. Nichts inmitten will oder kann uns verletzen. Und hier ist wieder die Frage, ob man das als kritikwürdig betrachtet. Denn auf der einen Seite fehlt es tatsächlich über einen längeren Zeitraum an Aufregung, Gefahr oder Dynamik, aber im selben Atemzug ist das auch wirklich toll. Statt sich ständig mit Fledermäusen oder Goblins rumzuschlagen, atmen und genießen wir die Kulissen und Szenerien. Sable belohnt mit seiner Schönheit. Steht man inmitten der Wüste und erblickt wunderliche Berghänge oder fliegende Inseln, da kann man es kaum erwarten, nach oben zu klettern. Auch ein Skillsystem oder Möglichkeiten, Sables Fähigkeiten weiterzuentwickeln, gibt es nicht. Die Ausnahme ist unsere Ausdauer, die wie beim Zelda-Vorbild für Rennen und Klettern essentiell ist. Überall inmitten finden sich sogenannte Chum-Eier. Die können wir zur Chum-Königin bringen, die uns mit einem neuen Ausdauerbalken belohnt. Wieder einmal lässt Breath of the Wild also grüßen. Um uns trotzdem bei der Stange zu halten, gibt's viele Kleidungsstücke und Masken, die wir uns bei den verschiedenen Nomadenstämmen verdienen. Sie haben zwar keinen Rüstungswert, der wäre ja ohnehin inmitten ziemlich unsinnig, gefallen aber durch ihre unterschiedlichen Looks oder Geräusche. So gibt es beispielsweise ein ausgefallenes Outfit mit Kristallen, das bei jedem Schritt klimpert. Apropos klimpern, es gibt natürlich auch eine Währung inmitten. Mit der können wir unseren treuen Gleiter mit neuen Teilen versehen. So machen wir unser Fluggerät schneller, wendiger oder einfach schicker. Die offensichtliche Stärke, die schon bei der Ankündigung 2018 begeistert hat, ist der atemberaubende Artstyle von Sable. Studio Shadworks ist es toll gelungen, Sable wie eine interaktive und wunderschöne Graphic Novel wirken zu lassen. Einen offensichtlichen Einfluss verkörpert der herausragende französische Cartoonist Jean Möbius Guiraud. Für noch mehr Zeichentrick-Atmosphäre wurden die Animationen der Charaktere reduziert, was im Gesamtbild für einen wirklich originellen Stil sorgt. Gepaart mit dem speziell fürs Spiel geschriebenen Soundtrack der Indie-Band Japanese Breakfast und der allgemein wundervollen Audio-Untermalung ergibt sich ein audiovisuelles Prachtstück, wie man es nur selten zu Gesicht bekommt. Sable setzt zusätzlich auf ein Tag-Nacht-System, bei dem sich die erste der großen Schwächen präsentiert. Die sorgfältig ausgewählten Farbpaletten der insgesamt 7 Weltbereiche überzeugen durch die Bank. Bei Nacht verwandelt sich das Gezeigte aber in eine eintönige, matschige Enttäuschung. Berge wirken aus der Entfernung eigenartig halbtransparent, Schatten präsentieren sich nur selten, wie sie sollten und allgemein gibt's diverse Grafikfehler und heftige Framerate-Einbrüche, die für Unmut sorgen. Während das auf dem PC oder der Xbox Series X und S für Hartgesottene verkraftbar ist, fallen die Probleme auf der Xbox One oftmals so stark aus, dass man kaum eine Chance hat, in den magischen Gameplay-Flow von Sable zu rutschen. Laut des Entwicklerduos ist man sich der Probleme bewusst und verspricht, diese in den nächsten Wochen auszubessern. Sollte sich der technische Zustand von Sable in den nächsten Wochen tatsächlich verbessern, dann würden wir die Punktewertung auch nochmal überarbeiten. Aber kommen wir doch jetzt mal zu den alles entscheidenden Fragen. Wie gut ist Sable und an wen richtet sich das emotionale Reiseabenteuer? Kann man experimentellen Spielen etwas abgewinnen, dann findet man in der Wüste mitten unzählige Dinge, die sich langfristig ins Gedächtnis brennen. Sollte man aber seine Schwierigkeiten mit eher ruhigen und minimalistischen Geschichten haben und sich ein ähnlich abwechslungsreiches und intensives Abenteuer wie Breath of the Wild erhoffen, dann wird man ziemlich auf die Schnauze fallen. Sable ist ein Kleinprojekt mit jeder Menge Herz, das nur funktioniert, wenn man wirklich bereit ist, sich der Leere und der Ruhe hinzugeben. Zwischen den vielen Raumschiff-Wracks, den Außenposten und Dünen liegen nämlich magische Momente, die es verdienen, entdeckt zu werden.
Sable ist seit dem 23. September 2021 im Xbox Game Pass. Für PC, Xbox One und die Xbox Series Konsolen kostet der Wüstenspaß knapp 25 Euro. Wer keinen Game Pass besitzt und trotzdem via Xbox One in Midden eintauchen möchte, dem raten wir aufgrund der technischen Probleme zum aktuellen Zeitpunkt davon ab. Wie gefällt euch die melancholische Sci-Fi-Reise? Schreckt euch die Spielwelt ab oder kann euch Sables Abenteuer mitreißen? Schreibt es uns in die Kommentare, lasst uns außerdem ein Abo und ein Like da und für einen epischen Ritt durch die Welt der Videospiele checkt mal pcgames.de.